Gut, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf der Make Munich hier in der Future Zone auf unserer Stage 2. Wir fangen direkt an mit dem ersten Vortrag, weil wir haben immer ein bisschen Zeitdruck. Mein Name ist Nick und ich darf Ihnen vorstellen Daniel Fussi. Hallo. Informatiker und ehrenamtliches Mitglied des Freie Netze München e.V. Und er wird Ihnen jetzt erzählen, wie man freies WLAN auch von zu Hause aus für alle zugänglich machen kann, ohne Post vom Staatsanwalt zu bekommen. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen. Ich bin Freifunker und bei Freifunkern ist es relativ wichtig, es ist eine Herzensgeschichte. Das machen alle Leute ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Und die Grundidee dahinter ist, wie man sein WLAN zu Hause legal teilen kann. Also legal ist es halt auch, wenn mal was passiert, dass man keinen Brief vom Staatsanwalt kriegt. Wir haben hier ein tolles Video und lass es mal ohne Sound laufen, weil mein Sound über HDMI rausgeht. Das ist ein Erklärvideo, was man im Internet auch sehen kann. Und das möchte ich mal kurz zeigen. Freifunk ist also ein Dachverband. Freifunk hat sich darüber gekümmert, wie jeder zu Hause, wie auch diese Lisa, ihr Internet frei und legal teilen kann. Dass jeder einen Teil seines Internets auch mit anderen scheren kann. Das ist das Grundproblem, auch das Grundproblem von mir gewesen. Und wenn man sein Internet teilt, dann teilt man auch seine IP-Adresse. Das heißt, sein Router hat eine IP-Adresse und die teilt man. Das ist ein Problem. Bei Freifunk geht es darum, wie man alle Router miteinander verbinden könnte und dass diese Router ein separates Netz bilden. Und das geht. Und zwar nicht mit seinem eigenen Router, den man zu Hause hat, man muss noch einen zweiten daneben stellen. Und dieser zweite Router baut dann einen VPN-Tunnel auf zu uns und holt dann von uns eine IP-Adresse. Und das heißt, rein technisch gesehen teilen sie gar nicht ihr Internet, sondern das Internet von irgendeinem Freifunkverein in der Stadt. Und dann geht man zu irgendwelchen Treffen und dann landet man bei uns, beim Freien Netze München e.V. Und dann halte ich das mal hier an und fange mit meiner PowerPoint-Präsentation an und zeige, wie das legal geht. So, wir sind die Münchner, wir machen Freifunk München. Und wie ich gerade gezeigt habe, bin ich in eine Genossenschaft eingezogen und habe gesagt, wie kann man im Gemeinschaftsraum, wie kann man auf der Straße, wie kann man auf dem Spielplatz WLAN teilen. Damals waren aber noch die Flatrates richtig teuer und da gab es so 100 Megabyte und das hat richtig Geld gekostet. Und ich dachte, mein Gott, die Leute zappen alle mit ihrem Handy, das kann doch kein neues Phänomen sein. Und eigentlich geht es um Informationen erhalten, zu chatten und zu teilen. Und das sollte doch möglich sein, dass jeder eine Möglichkeit hat. Dann habe ich mir mal im Internet angeschaut, früher war es auch nicht anders. Mein Gott, die haben sich eine Zeitung gekauft und wollten ein Grundrecht an Informationen haben. Und der Unterschied ist eigentlich keiner, weil heute ist ja das Medium Internet und früher war es die Zeitung gewesen. Hat man aber jetzt kein WLAN, dann hat man ein Problem, weil ohne WLAN, ohne Internet kommt man an die Informationen nicht ran. Also es gibt viele Leute, die haben sich dann halt einen Kopf gemacht, okay, wir wollen Informationen haben, aber ohne WLAN kommt man nicht rein. Und das sieht in Deutschland und in anderen Gebieten die Region halt so aus, dass wir eher mehr Hotspots haben, die kein WLAN haben. Also WLAN ist eigentlich das Grundproblem. Und es gab eine Lösung. Okay. Die erste Lösung, die ich gebaut habe, war total verrückt. Das war so ein Raspberry Pi. Der hat dann ein Betriebssystem drauf gehabt, hat über Tor eine Verbindung aufgebaut und hat dann sein WLAN geteilt über so eine billige WLAN USB-Stick-Netzwerkkarte, aber ich wusste gar nicht, dass sowas gar nicht funktioniert. Also das ist eher ein Demo. Wer sowas mal testen will, das ist Schrott. Und zwar, weil diese kleinen Chips, die hier drin sind in so einem USB-Dongle, die sind in der Lage, maximal so 5 Geräte zu verwalten und dann können die es einfach nicht mehr. Dann sind die einfach mal tot. Also dafür sind die nicht gebaut. Da geht halt ein normaler Router. Ich habe dann festgestellt, dass mehrere Leute das gleiche Problem haben. Und dann gab es in München eine Community. Das ist ein Twitter-Beitrag von 2014, glaube ich. Und dann haben wir in ganz München Router aufgestellt und haben gesagt, guckt euch doch mal an, wie das funktioniert. Und dann haben wir damals 16 Router aufgestellt und auf diesen 16 Routern waren gleichzeitig 11 Leute drauf. Mein Gott, es gab mehr Access Points als Leute, die es gleichzeitig genutzt haben. Wir haben uns echt gefreut, das war eine geile Geschichte. Und mehr war nicht nötig. Man musste sich irgendeinen Router kaufen. Firma ist völlig wurscht. Ja, es laufen Fritzboxen. Das ist jetzt TP-Link, D-Link, Alnet, alles, was es auf dem Markt gibt. Aber diese Router müssen in der Lage sein, Linux zu verstehen. Also es muss möglich sein, die Software runterzuhauen
und ein OpenWRT zu installieren. Das haben wir gemacht und dann wurden die Leute noch euphorischer. Dann haben wir Flash-Partys gemacht und zwar für den Corso Leopold. Wir haben uns Router besorgt, haben da überall eine Firmware drauf gesetzt und die Leute haben angefangen in Flüchtlingsheimen, in Kneipen und in Bars legal ihr WLAN zu teilen und wir haben denen dabei geholfen. Wir haben T-Shirts gedruckt und irgendwann war das Thema mit dem Ehrenamt vorbei und es hat unsere Vorstellung gesprengt. Dann gab es eine tolle Hilfeaktion und zwar plötzlich kam das Thema Flüchtlinge hoch und die Flüchtlinge haben ein ureigenstes persönliches Interesse, in Kommunikation zu treten. Jeder hat fast ein Handy dabei und ohne Internet sind die von der Außenwelt abgeschnitten. Also war über Nacht plötzlich neuer Bedarf da und wir haben Traglufthallen den Münchner Flughafen innerhalb von 24 Stunden komplett mit Freifunk versorgt, mit WLAN. Und jetzt überlegt euch mal kurz diese Folie, die ich gezeigt habe. Wir haben angefangen, dass wir 16 Hotspots in München installiert haben. Und da waren 11 Clients drauf. 11 Leute haben es genutzt. Schaka. Und dann plötzlich von heute auf morgen hat sich das geändert. Heute sind wir bei über 1.700 bis 2.000 Routern, die irgendwo rumstehen. Und am Tag 44.000 verschiedene Leute, die es nutzen. Und das ist eine Summe, wo wir als Verein sehr stolz drauf sind. Wir sind Informatiker, es funktioniert, aber wir sind an technischen Hürden, scheitern wir jeden Tag. Die hat halt noch keiner gelöst, also wir auch nicht. Dann geht's weiter. Ich möchte mal von Tops und Flops reden. Wir haben dann Unterstützung gekriegt von verschiedenen Parteien, SPD, die Grünen, die Piratenpartei und langsam wurde so ein politisches Thema draus, Grundrecht auf Internet, wie kann man es legal tauschen, wie kann man es legal teilen und es hat uns auch relativ beflügelt, dann gab es auch mehrere Plätze, öffentliche Rathäuser, die auch in München angefangen haben, Freifunk zu verteilen und jetzt möchte ich mal von einem Thema reden, davon haben wir Informatiker keine Ahnung. Wenn Leute kommunizieren, dann ist das eine hochemotionale Geschichte. Und dann kann es auch passieren, dass wir plötzlich Themen haben wie Ruhestörung. Stellen Sie sich mal vor, da ist so ein Platz, da gibt es ein freies WLAN und plötzlich fangen die alle an, YouTube zu streamen, telefonieren über WhatsApp, FaceTime, was weiß der Geier, was es gibt mit ihren Angehörigen, Freunden. Das wird hochemotional und das verstehen natürlich die Anwohner nicht, dass da nachts um 2 plötzlich laut über ihr Handy kommuniziert wird und plötzlich haben wir das Problem, dass WLAN das Problem ist. Ja, Ruhestörung durch WLAN. Wir haben das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und das ist überall in Deutschland ein Thema. Hier haben wir zum Beispiel, wo das auch immer ist, da wurde nachts das WLAN abgeschaltet. Also wir sind froh, ein freies, unzensiertes WLAN zu haben, müssen aber uns trotzdem gesellschaftlichen Herausforderungen stellen, dass man halt mal Plätze nachts abschalten muss. Ja? Es ist überall in Deutschland ein Thema. Also ein öffentliches WLAN ist ein Fluch und Segen. Trotzdem ermuntern wir uns an Großprojekten wie den Münchner Bahnhof. Zum Beispiel, das ist die Flüchtlingswelle, die angerollt ist. Wir haben innerhalb von 24 Stunden alles ehrenamtlich. Technisches Hilfswerk war dabei, Deutsches Rotes Kreuz. Und das WLAN haben Privatleute geteilt. Also wir haben Richtfunkstrecken am Hauptbahnhof vom privaten Haus gegenüber in den Hauptbahnhof reingeschickt und dann haben wir es geteilt. Und dann waren Helfer, die haben dann einfach mal in allen Landessprachen geschickt, Leute, wenn ihr kommt, ihr kriegt freies Internet. Hier in dem Fall ist es Freifunk München, weil es nichts anderes gibt und das war unser Interesse und da geht halt die Reise hin. Dann haben wir Messen wie Make Munich. Mit der Make Munich haben wir 2014 angefangen. Und guckt euch mal hier diese Halle an. Und macht eure Handy an und geht mal auf Freifunk München. Das ist technisch gesehen ein Albtraum, ja? Also WLAN ist irgend so eine schöne Welle, die sich durch so eine Halle gleiten sollte. Hier ist nur Stahl. Hier sind Reflexionen drin. Jeder hat mindestens ein Handy dabei. Und technisch gesehen, ihr werdet Internet haben, es wird kurze Zeit wieder weg sein, es wird wieder da sein und das sind die Herausforderungen, wo uns Informatikern halt das Herz blüht und dass wir da versuchen, technisch das Bestmögliche zu finden. Dokumentation ist auch so ein Thema. Das Bestmögliche zu finden
bei freien Vereinen, dann muss ich mal wieder sagen, was ist der Unterschied zwischen kommerziellen Anbietern? Also große Player wie die großen Telekommunikationsanbieter, die können halt auch einen gewissen Service über 24 Stunden stabil halten. Bei Freifunk, es funktioniert halt. Es gibt aber auch mal Aussetzer und man kann auch die Wartungsarbeiten jetzt nicht immer so unbedingt steuern, weil jeder es separat macht. Also wenn wir über Tops und Flops reden, ein Freifunknetz wird nicht 7x24 Stunden da sein und es wird auch nicht immer funktionieren. Damit haben wir auch zu kämpfen. Dann haben wir hier einen Sponsor. Der gesamte Freifunkverkehr, den wir hier haben, den müssen wir irgendwo ins Internet einleiten. Und da können wir keine privaten DSL-Anschlüsse nehmen. Das heißt, hier haben wir jetzt SpaceNet, die sitzen im Euroindustriepark, die haben Gigabit gesponsert. Mittlerweile haben die 2 Gigabit und diese Leitung tun wir vollkommen durchdonnern. Ja? Also da ist richtig ordentlich Dampf drauf. Dann haben wir Leute in Gauting sitzen. In Gauting gibt es einen Freifunker, der Tobias. Die treiben solche Projekte auch in eine ganz andere Richtung. Also er hat zum Beispiel eine Abmahnung von Sony mal bekommen. Da hat irgendjemand File-Sharing betrieben. Und das ging dann auch gleich. Er hat auch das Problem gehabt, dass er bei Veranstaltungen halt WLAN nicht teilen konnte. Zum Thema Tops und Flops. Also es war zuerst ein Flop, wieder ein Brief vom Staatsanwalt. Aber wir haben es dann mit seiner Hilfe gleich mal vom Europäischen Gerichtshof, wie man hier unten sehen kann, klären lassen kann. Da ging es unter anderem auch über die Störerhaftung. Ich möchte hier über Community-Bildung reden und über Tops und Flops. Und da sieht man mal, dass aus so einem Thema und einem großen Verein dahinter sogar beim Europäischen Gerichtshof eine Entscheidung getroffen werden kann. Was die meisten Leute noch motiviert, bei so einem Verein mitzumachen und Sachen zu teilen, ist einfach nur der Faktor Spaß. Also wenn Informatiker wie Sie zu Hause sitzen und mal sagen, ich will mal WLAN teilen, ich will es verstehen, es muss Open Source sein, es muss 100% transparent sein, dann werden solche Communities gebildet wie hier und die gucken halt, dass die auch in ihrer Freizeit was Gutes tun können und dass die auch einen Teil von ihrem Internetanschluss teilen können. Wie bei uns und bei anderen Communities zum Thema Spaß und leere Batterien, drücke ich mal hier auf die Taste. Zack. Werden natürlich auch Treffen gemacht. Also frei von Communities, wer sich das wie eine Firma vorstellt, vergessen. Ja? Es ist halt, wir treffen uns auch im Chaos Computer Club in München einmal im Monat. Es ist halt eher so ein Zusammenschluss von Informatikern, die versuchen aus billiger Hardware das Bestmögliche rauszuholen. Dann haben wir andere Leute, die kümmern sich eher um die Politik und schauen, dass es mit der Stadt München, mit öffentlichen Trägern vorangeht. Und das sind halt so die Sachen, die ich zeigen will. Ein Grundproblem, was wir immer noch haben und was Freifunk ist, das ist eine Lösung für das Problem der Störerhaftung. Wenn Sie Ihr Anschluss privat zu Hause WLAN-technisch teilen wollen, haben Sie immer noch ein Problem, dass Ihr Name dahinter steht. Was Sie bei Freifunk lernen müssen, ist, dass die Grundidee vom Freifunk eigentlich mal war, ein Netz aufzubauen, das unabhängig ist. Aber später wurden wir von der Realität eingeholt und die Leute haben gesagt, ein Netz, wo kein Internet funktioniert, wo man nur mit 2 Leuten reden kann, das bringt nichts. Wir haben dann halt angefangen, Internet hinzuzufügen und das Internet zentral bei uns einzuleiten. Also das ist die zweite Geschichte vom Freifunk. Freifunk ist auch nicht anonym, ja, wo man jetzt sagt, okay, wenn ich jetzt eine fremde IP-Adresse habe, dann kann ja keiner mehr nachvollziehen, wer eigentlich über meinen Anschluss Freifunk nutzt. Das ist zwar schon so, aber das ist nicht das Ziel. Deswegen sagen wir auch zu jedem, Freifunk muss fair genutzt werden. Alle Leute, die in München Freifunk nutzen, die gehen technisch gesehen über unsere IP vom Verein raus. Das heißt, wenn mal jemand einen Download von einem Musikfile runterlädt, das ist nicht schön, wir verurteilen das. Wir können es aber weder nachvollziehen noch prüfen. Wir kriegen aber dann die rechtlichen Briefe vom Abmahnanwalt 123, können die fachmännisch beantworten, weil wir Provider-Status haben und können eine Abmahnung zurückweisen. Also Freifunk ist nicht der Weg, um illegal zu surfen und wir verurteilen das auch. Jetzt zum Thema Hilfe. Ihr habt jetzt die Wachstumsraten gesehen und wir werden nicht mehr Herr der Lage. Also tolle Sachen haben auch
Sachen, die wachsen, haben halt ein Thema. Hier sieht man mal nur die Wachstumskurve bis Ende 2016, bis 2017. Also Leute teilen gerne. Und man sieht hier auf der anderen Karte, das sind die Freifunkvereine in ganz Deutschland. Dieses Wachstum bringt auch technisch richtig große Grenzen mit. Wenn man auf unsere Freifunkkarte geht, ffmuck.net, dann sieht man auch live alle Leute, die freiwillig sich eingetragen haben, hier welche Hotspots in München verfügbar sind. Und das sind natürlich fast 2000. Und ihr könnt euch vorstellen, die Stadt ist gut versorgt. Nicht nur hier die Messe, sondern alle 100 Meter ist wieder der nächste Hotspot. Hier auf der Seite sieht man die Namen, die sich die Leute vergeben. Irgendein Synonymnamen, keine Ahnung, Siegerburg 01 und so weiter. Und das sind die der letzten Stunde, das sind die der letzten Tage, der letzten zwei Tage. Und da sieht man mal, wie das Wachstum ist. Das ist wahnsinnig enorm. Und wir haben ein paar Admins, die kriegen es kaum in den Griff. Wie unsere Infrastruktur aussieht, die können wir euch auch zeigen. Das ist eigentlich gar nicht mal so kompliziert. Letztendlich ist auf der Seite das Freifunknetz zu sehen. Das war die Freifunkidee. Mein Gott, das ist ein Netz. Da können sich alle tummeln, da kann man Daten miteinander tauschen. Dann kam irgendwo neu dazu, dass wir ins Internet den Verkehr ausleiten müssen zum einen Provider unserer Wahl. Das ist in diesem Fall SpaceNet. Und hier drin, hier pocht unser Herz. Hier haben wir über 100 Informatiker, die sich gerade den Kopf zerbrechen, wie ich die eben genannten 44.000 User am Tag noch einigermaßen handeln können. Es wurde dafür ein eigenes Protokoll geschrieben, und zwar, das heißt Batman. Und Batman, jetzt wird es total verrückt, kann nicht mit IP-Adressen umgehen, sondern Batman ist ein Netz auf Layer 2. Das heißt, in diesem Netz haben wir 44.000 verschiedene MAC-Adressen, die jeden Tag versuchen, den richtigen Router zu finden. Das kann man kaum handeln. Und an der Hürde scheitern wir gerade. Also es heißt wirklich, Batman ist in fast jedem Linux-System mittlerweile zu haben. Ein Layer-2-Protokoll. Als das damals von Elektra 42, so nennt sich die Frau, bei Twitter entwickelt wurde, hat man eine Maximalgröße von ungefähr 500 Routern angenommen. Wir sind bei 2000. Jetzt für euch nur mal, für die, die so ein bisschen Netzwerkfeeling haben, die Router unterhalten sich alle miteinander. Also technisch gesehen muss man sich vorstellen, das ist ein riesengroßer Router-Switch, der 500 Ports hat. Und unser Router bei Freifunk München, der hat leider 2000 Ports. Und wenn irgendjemand funkt, funkt er immer an alle 2000 Ports. Hallo, ich bin da. Hallo, wie geht's dir? Darf ich den Verkehr weitergeben? Und mittlerweile hat jeder von diesen Routern ein Management-Traffic 100 bis 200 Kilobit je Sekunde. Das ist ein, am Tag 1 Gigabyte Management-Traffic. Also, unsere Challenge der nächsten Jahre ist es, dieses Protokoll noch so zu pimpen, dass wir diesen sinnlosen Hallo-ich-bin-da-Verkehr auf unter 1 Gigabyte pro Tag runterkriegen. Wie unsere Kommunikation läuft, das ist ja auch nicht wie so bei so einem Premium-Provider. Mein Gott, das ist ein Verein. Da hat man Spaß oder hat man keinen Spaß. Es gibt IRC-Chats. Wer hat schon Bock da drauf? Es gibt eine Webseite, die heißt chat.ffmuck.net. Also da kann man reingehen und da kann man chatten. Und irgendjemand von den 100 Leuten, komischerweise funktioniert es seit 5 Jahren so, antwortet dann auch relativ schnell. Aber wir wissen selber nicht, wer gerade Zeit hat. Also es sind Leute wie hier vorne in der ersten Reihe oder da hinten wie Peter. Die haben dann einfach mal 5 Minuten Zeit und die nehmen sich dem Problem an. Dann haben wir auch E-Mails. Also man kann auch mal E-Mails schreiben. Und wenn man Glück hat, wird die E-Mail auch noch am gleichen Tag beantwortet. Aber ich zeige hier oben nur, E-Mail ist nicht mehr das Medium der Wahl. Also ich alleine habe 3400 ungelesene Mails und ich freue mich, wenn das relativ schnell geht. Das sind auch Herausforderungen. Hier sieht man zum Beispiel, also meistens klappt es, dass es mit innerhalb von 3 Mails beantwortet wird, das Thema, aber es ist super schwierig. Wenn man so einen Verein hat, Tops und Flops, dann scheitert man oft an den Sachen, dass man zu wenig Techniker hat. Wir haben das Problem gehabt, wie viele Minuten habe ich noch? 5 Minuten, das ist sehr gut. Meine Uhr sagt hier, wir sind in der Zeit.
wir haben begnadete Techniker und die haben uns die Gateways aufgesetzt und die haben die beste verfügbare Software genommen, die es auf der Welt gibt, das beste Linux. Natürlich ist das das Lieblings-Linux von dem jeweiligen Administrator. 1000 Administrator, 1000 Linux-Versionen. Und jetzt mal Hand hoch, wer hat in seinem Leben schon mal was von NixOS gehört? Okay, super, zwei Leute. Also wir hatten nichts von NixOS gehört und wir haben versucht, innerhalb von 3 Jahren die Leute auf NixOS, auf das Wissen hochzuheben. Und das ist so speziell, also Freifunk ist schon speziell und NixOS ist auch speziell. Es gab letzte Monaten Abstimmungen, die laufen bei uns ganz populär über Etherpad, da kann jeder reinschreiben, da könnt ihr jetzt auch reinschreiben. Und die Entscheidung ist auf Debian oder Ubuntu gefallen und dann haben wir Debian genommen, nur aus dem Grund, weil es da schon die fertigen Skripte gab. Es gab Ansible, es gab SaltStack und wir konnten freie Sachen nutzen. Also NixOS können wir leider nichts mehr nutzen, mittlerweile ist es Debian. Und das ist das Thema, was uns treibt. Also wenn jemand Interesse hat, wir brauchen immer Leute, wir können nichts zahlen, wir haben nur Spaß und Freude dran, dann schreibt uns eine E-Mail, chattet mit uns oder kommt in den Chaos Computer Club jeden letzten Mittwoch im Monat vorbei. Ihr könnt Pressearbeit machen, ihr könnt Linux machen, ihr könnt euer privates Netz zu Hause teilen oder ihr habt irgendein technisches Problem und bringt einfach die Kiste mit und dann könnt ihr einen Tag spielen. Das ist so wie Lego für Erwachsene. Seid recht herzlich eingeladen und wir haben da hinten einen Stand. Kommt einfach vorbei. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Daniel. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Dafür wäre jetzt tatsächlich noch kurz Zeit. Ja, zu NixOS. Vielleicht habe ich es akustisch nicht verstanden, aber warum habt ihr genau das gewählt? Also Linux, es gibt eine ganze Reihe Linux-Derivate, die deutlich bekannter sind. Ja, das ist eine super Frage. Es gibt einen begnadeten Programmierer. Der Programmierer heißt Fplatz. Und er ist auch der Community-Chef oder macht viel bei NixOS. Also das ist das Henne-Ei-Prinzip. Es kommt jemand, der in der Lage ist, ein Linux dermaßen zu härten, dass wir alle davon überzeugt sind. Und dann wird halt das genommen, was an Know-how da ist. Jetzt ist es so, wir sind nicht mehr in der Lage, das NixOS weiter zu konfigurieren. Wir müssen jetzt Reverse Engineering machen und müssen jetzt alles parallel aufbauen. Und es ist Debian. Und warum ist es Debian? Weil es wiederum 8 Leute gibt, die Debian erfahren sind. Und denen ist es egal, ob es Debian oder Ubuntu ist. Aber es ist halt mal auf Debian gefallen. Also NixOS ist eine tolle Geschichte. Aber zum Schluss waren es 3 Leute, die es kannten. Noch weitere Fragen? Gut. Ja, gern nochmal. Ja, noch fast private. Ich betreibe einen Knoten von euch, der selten genutzt wird, weil keine in der Umgebung ist. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass hier Datenverkehr läuft. Nutzt ihr dann den Datenverkehr für den Backbone oder für was anderes? Also wenn keiner an dem Knoten eingeloggt ist, läuft da was drüber. Und wenn ja, was? Genau, Batman. Batman läuft drüber. Also, dein Router ist Teil des Netzes geworden und dein Router ist einer von diesen 2000, ich nenne es jetzt mal, Netzwerkports, die leider nur Lea 2 sprechen. Und dein Router versucht die ganze Zeit zu sagen, hallo, ich bin da, hallo, ich habe diese Clients und ist in der Lage, jederzeit, auch wenn er gezogen wird, die IP-Adresse, die bei ihm gerade eingeloggt wird, an den nächsten weiterzugeben oder wenn in der Umgebung ein Router ans Netz geht, mit dem über WLAN sich zu verbinden. Und dieses Batman-Protokoll, was da läuft, ist relativ uneffektiv. Und er sendet die ganze Zeit Broadcasts raus. Du kannst das mit anschauen, was er macht, aber es ist leider von der Architektur nicht das Mittel der Wahl. Der Ausblick in die Zukunft sieht so aus, dass es ein neues Protokoll gibt, das heißt Babel. Das vermischt, nutzt Lea 2 und Lea 3. Also es nimmt MAC-Adressen und IP-Adressen. Es gibt aber keinen, der es gut zum Laufen gekriegt hat. Und wir auch nicht. Und wir sind leider vom Wachstum her eine der größten Communities und wir haben die meisten Schmerzen, sowas umzustellen. Also ja, du wirst ein Grundrauschen immer haben, so von 80 bis 100 Kilobit pro Sekunde.